Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in TardisCraft. Und heute zeige ich euch mal was ziemlich Cooles, und zwar den ersten richtigen Boss hier in dieser Welt. Es ist kein starker Boss, aber er geht, sagen wir mal so. Dafür habe ich mal hier ein bisschen was vorbereitet, aber zuerst müsst ihr kurz was wissen. Und zwar in der Doctor Who-Serie gibt es eine außerirdische Lebensform, die so eigentlich Augäpfel sind. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und zwar, es gibt etwas in dieser Welt, das ist an dem höchsten Punkt der Welt, also auf der Spitze eines Berges. Und da gehen wir jetzt mal hin, rüsten uns vorher auf. Und ihr seht, ich habe ordentlich was mitgenommen, denn es könnte gleich etwas knapp werden. Ich habe die englische Version nämlich auch schon aufgenommen und habe da eine stärkere Rüstung benutzt. Deswegen nehme ich jetzt eine etwas schwächere. Mal schauen, ob wir denn vielleicht mal ein bisschen mehr Action kriegen. Gut, Essen haben wir grüne Äpfel. Das heißt, wir ziehen uns schon mal jetzt dann rein. So, und lass uns mal rausgehen. An not identified signal is coming from the top of this mountain. TARDIS Systems has decoded it. Or have decoded it. It says, Prisoner Zero has escaped. Ja, auf Deutsch, Prisoner Zero ist ausgebrochen. Ja, okay, gut. Noch ist auf dem Berg nichts, aber jetzt untersuchen wir mal diese Nachricht. Und ihr seht schon, oh, es wird alles dunkel und da oben ist es. Sieht sehr weird aus, ja, aber es ist eigentlich ganz so sehr. Und das habe ich schon gesehen. Junge, das hat eine völlig hohe Range. Hallo, Atraxi. Und jetzt, Alter, Junge, wie viele Beams sind das? Au. Okay, run, run, boy, run, boy, run. Alter, okay, komm her. Wir machen erstmal Fernkampf. Ja, ein Atraxi. Atraxi oder wie man sie auch immer. Alter, ist ja gut. Atraxi, wie man es nennen möchte. Ist in der Serie ein fliegender Augapfel. Das werdet ihr dann aber auch gleich in einem Bild sehen, was ich hier gerade eingeblendet habe, vielleicht. Oh Gott, Alter, ich bin fast tot. Oh Scheiße, Alter. Steck Gold dafür rein. Junge, das Ding schießt halt Dauerstrahlen auf uns. Komm her. Alter, Junge, das Ding ist. Das, Alter, Junge. Ich werde machen, dass es manchmal noch random Effekte gibt. Das ist jetzt gerade mal so Version 1 des Bosses. Alles klar. Also im Nahkampf ist es eigentlich am besten. Als Fernkampf, weil er durch diese vollen Blöcke, die hier oben sind, nämlich nochmal getroffen werden kann. Junge, was hat der an dem Dorn, Alter? Ich habe ihm keine Rüstung gegeben. Okay, komm. Den letzten machen wir für vollen Bogen. Und bam. Da haben wir ihn. Er droppt irgendwie Fische, plus Marine Shards und ein Atraxi-Kopf. Oder Traxi-Kopf. Das ist einfach nur ein Augapfel, wie ihr seht. Hallo. Ja. Genau. So viel zu diesem kleinen Mini-Boss. Es sieht eigentlich ganz geil aus, finde ich. Und er spawnt jedes Mal, wenn ihr hier drauf. Ah, ne, tut er nicht, weil ich die Command-Technik hier versteckt habe. Ich werde es aber machen, dass ihr ab und zu in der Welt einfach eine Random-Nachricht kriegt, dass ihr mal bitte zu dem Berg hier gehen sollt. Und ich werde die Bossphasen noch ein bisschen erweitern. Das war jetzt gerade Phase 1, die ihr gesehen habt. Das heißt, es wird noch hinzukommen. Zum Beispiel, dass wenn er so halbes Leben ist oder so, dass dann zwei neue spawnen. Ich weiß nicht, wie sich das mit dem Boss-Pass verhält. Das könnten wir mal ganz kurz mit euch zusammen austesten. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Also da ist der erste. Zwei Stück. Und die haben beide. Und der hat eine Boss-Bar. Das heißt, es gibt nur ein Haupt. Und wenn ihr den einen Haupttypen tötet. Können wir mal ganz kurz machen mit einer Waffe, die ich einfach mal ganz kurz benutze. Wenn ihr den Haupttypen tötet, dann sollte. Das war nicht der Haupttyp, dann sollte. Okay, das heißt, ihr müsst wirklich den Haupttypen töten, damit alles von ihm auch stirbt. Also seine Kumpels sterben dann nicht. Das heißt, ihr müsst wirklich euch merken, wer der Main ist. Das wird ganz geil. Okay. Also, ich setze mich nochmal ran. Ich hoffe, euch hat dieser Mini-Boss-Kampf gefallen und das Intro, was jetzt so bleiben wird. Und ja. Wollt ihr, was ich auch fragen wollte, wollt ihr mehr so Mini-Folgen oder ein paar längere Folgen?
Lasst es mir in den Kommentaren wissen und jetzt macht's gut und ciao. Euer Weltgamer.